Heute bin ich bei AHP Merkle am Stammsitz in Gottenheim. Seit 1973 entwickelt, konstruiert und fertigt AHP Merkle hochwertige Hydraulikzylinder für namhafte Kunden weltweit. Unter anderem in den Bereichen Werkzeugformen und Maschinenbau. Wir wollen uns hier heute umsehen und herausfinden, was genau Hydraulikzylinder sind und was 100% Quality bei AHP Merkle bedeutet. Hey, du musst der Olli sein. Marco? Schön, dass du vorbeischaust. Hallo. Wir haben gerade die Materiallieferung des gehärteten Rundstahls erhalten. Wenn du willst, kommst du mit in den Wareneingang. Von da kann ich dir den kompletten Fertigungsprozess bei AHP Merkle zeigen. Super, freu mich. Okay. Los geht's. Ach übrigens, das 32er Material wurde gerade angeliefert. Wir können endlich anfangen. Hier stellt unser BA-Student ein komplexes 3D-Modell von einem unserer Sonderzylinder. Ah, und das ist jetzt unser Rohstahl. Genau, hier im Wareneingang wird das gesamte Rohmaterial, was wir im Einkauf bestellt haben, und in der Konstruktion eingeplant haben, angenommen. Von hier geht es entweder in das Castor Hochregallager oder direkt in die Fertigung. So, Olli, jetzt übergebe ich dich an meinen Kollegen. Alles klar, danke dir. Kein Problem. Hallo. Hallo. Das ist die Sägerei. Jetzt komm doch einfach mal mit. Okay. Was bereitest du jetzt an dieser Maschine für die Fertigung vor? Ich rüste die Maschine ein, so dass der gehärtete Rundstahl gemäß Fertigungsauftrag genau auf 150 mm abgesägt wird. Okay. Und das kann man hier ablesen? Ja, genau. Und was du jetzt hier siehst, wird das zentrale Element eines Hydraulikzylinders. Die Kolbenstange bei AHP Merkle ist immer gehärtet, geschliffen und hart verchromt. Okay. Oh. Und mit dieser Kolbenstange gehst du jetzt rüber in die Dreherei. Alles klar, danke. Hallo. Hallo. Servus, hallo Olli. Hier siehst du eine bereits bearbeitete Kolbenstange, die eben auf Maß abgedreht wurde. Dass die Bohrung für das Innengewinde und Innen- und Außengewinde geschnitten wurde. Das geht so schnell, weil ich das Programm in die CNC-Maschine programmiert habe und die Parameter aus der Konstruktion integriert habe. Okay, warte mal. Das ist also die Kolbenstange eines Hydraulikzylinders. Und wie ich eben gelernt habe, bietet diese AHP gehärtet, geschliffen und hart verchromt an. So zeichnet sich ein AHP Hydraulikzylinder durch besonders hohe Qualität aus. Eben 100% Quality. Habe ich bereits gesucht, denn bei Ihnen geht es jetzt hier weiter. Genau. Dieses 5-Achs-Bearbeitungszentrum bearbeitet genau die Gehäuse passend zu deiner Kolbenstange in einer Aufspannung. Anschlüsse, Bohrungen, Senkungen werden hier gefertigt, alles durch das CNC-Programm gesteuert. Entnommen wird dann das fertig gebohrte Gehäuse. Darf ich? Ja. Nein, und handlich, nicht wahr? Ja.
Pass mal auf, Olli, ich zeig dir jetzt noch schnell den großen Bruder. Hier ist die Herstellung von Werkstücken bis zu einer Länge von 2,60 Meter möglich. Oh, sehr eindrucksvoll. Pack gleich mal an. Ja. Wahnsinn! Und für welche Anwendungen werden solch große Zylinder benötigt? Solche Zylinder werden in großen Fertigungsanlagen, wie zum Beispiel Aluminiumwalzwerken oder Sprangpressanlagen, zum Richten von Profilen eingesetzt. Auch in der Aluminiumdruckusherstellung finden diese Anwendung. Hallo Olli, beeindruckt, oder? Ja, sehr beeindruckt. Pass auf, der Kollege kommt alleine klar. Lass uns erstmal einen Kaffee trinken in der Kabine. Gute Idee. Eben habe ich ja gesehen, wie verschieden Hydraulikzylinder ausgelegt werden können, was Größe und Fahrweg betrifft. Was wird denn das nun für ein Zylinder? Das wird ein Blockzylinder, unser umsatzstärkstes Produkt. Neben dem Blockzylinder bieten wir zahlreiche andere Typen für spezielle Anforderungen an. Und wie geht es denn nun mit diesen beiden Teilen weiter? Der Zylinder wird nun montiert. Versuch doch einfach mal, die beiden Teile vorsichtig ineinander zu stecken. Okay. Aber da fehlt noch was. Richtig, da fehlt noch etwas. Kolben, Verschraubung und Dichtungen. Diese lagern bei uns im Kartex Hochregallager. Der Barcode auf dem Fertigungsauftrag lässt die erforderlichen Tableaus an die Öffnung fahren. Ein Laserpointer zeigt auf den Lagerplatz. Die Teile können entnommen und zum Auftrag kommissioniert werden. Super, dann ist bereits alles für meine Zylinder gerichtet und ich kann los zur Montage. Olli, da bist du ja endlich. Ich habe schon alles vorbereitet. Und du baust jetzt die ganzen Dinge zusammen? Richtig. Okay, dann kann es ja losgehen. Die Montage ist ein ausgesprochen wichtiger Vorgang der Fertigung. Die Sorgfalt und Genauigkeit beim Montieren ist entscheidend für die Zuverlässigkeit des Hydraulikzylinders. Wir arbeiten hier mit speziellen Vorrichtungen und Werkzeugen, damit das Material bei der Montage nicht überansprucht wird und so im späteren Einsatz zu 100% funktioniert. So, fertig. Na cool, dann können wir den fertigen Zylinder jetzt gleich testen, ob er auch richtig funktioniert. Ja, sicher, gleich drüben am Prüfstand. Vorgelagert war ja bereits die Teilekontrolle am Faro-Messtisch. Ein Koordinatenprüfgerät, der hochgenaue Messarm Power Gauge prüft und dokumentiert die aus der Konstruktion vorgeschriebene Lage- und Formtoleranzen. Die Einzelteile sind also von der Qualitätskontrolle für gut befunden worden. Nun schauen wir mal nach unserem Fertigteil. So, und jetzt haben wir den Zylinder an den Hydraulikkreislauf angeschlossen und wählen nun unser Arbeitsdruck, in dem Fall 160 Bar. Und jetzt, wenn du machst, kannst du den Hebel mal nach unten und nach oben drücken. Na super, funktioniert. Gut gemacht, der kann jetzt gleich in den Versand und dann direkt zum Kunden. So, der ist nun fertig. Klasse, danke Olli, damit wäre alles komplett. Herr Bierer. Unser Kunde erhält die Lieferung wunschgemäß schon morgen, wie vom Verkauf versprochen. Toll, Jungs. Eine schnelle Lieferung ist entscheidend für unsere Kunden. So, das wäre nun geschafft. Unser Hydraulikzylinder ist nun termingerecht unterwegs zum Kunden. Ganz schön komplex, die Herstellung eines Hydraulikzylinders. Aber auch logisch, denn in der Anwendung müssen diese präzise arbeiten und sehr hohe Kräfte aufnehmen. Unser Hydraulikzylinder wird künftig in einer Fertigungsstraße eines Automobilherstellers viel bewegen. So, meine Herren, so kurz vor dem Feierabend möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Den tollen Tag. Vielen Dank. Jetzt weiß ich, wie ein Hydraulikzylinder aussieht. Ciao. Wie er funktioniert. Dankeschön. Ciao, eine schöne Zeit. Ach, Olli? Ja. Wir gehen gleich noch eine Runde kicken im Sportpark. Bock mitzukommen? Gerne. Habt ihr ein Outfit? Ja. Okay, jetzt gleich? Ja. Gut, packen wir's.